Willkommen zurück bei Andruck, dem Pressetalk mit Daniel Goffert vom Fokus, Norbert Wallert vom Stuttgarter Nachrichten und Bonner Generalanzeiger und Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Herr Goffert, spielt denn Geld eine Rolle? Kann man die Polen, die Ungarn, alle, die jetzt so widerspenstig sind, die geradezu ja feindlich sind, wenn ich Herrn Orban höre, kann man die dann vielleicht bestechen? Ne, bestechen nicht, aber das wird am Ende gehen über die Frage der Zuweisung der EU-Mittel. Also ich meine, gerade die widerspenstigen Länder in Osteuropa, die Visegrad-Länder sind halt doch klare Nettoempfänger in dieser Europäischen Union. Aber eine Gemeinschaft besteht wie immer aus Rechten und Pflichten. Die Rechte werden gerne genommen in Form von Agrarsubventionen, in Form von Subventionen für die polnische Steinkohle und was auch immer da alles ist. Strukturmittel, Straßenbau, alles diese Dinge, von denen gerade diese osteuropäischen Länder im Übermaß profitiert haben, was in Ordnung ist, aber sie haben eine Menge bekommen. Und sie erwarten ja auch, dass das weitergeht. Und ich denke schon, da liegt dann auch ein Hebel da drin, zu sagen, Freunde, wenn ihr beim Thema, was uns im Moment am meisten unter den Nägeln brennt, der Flüchtlingskrise, so wenig kooperativ seid, dann sind wir auch nicht kooperativ, wenn es darum geht, sozusagen euch weiter Geld zuzuweisen. Also das steht sicherlich irgendwann an. Ich glaube nicht jetzt, weil das die ohnehin vorhandene Konfrontation noch verschärfen würde. Aber wir haben ja einen Prozess eingeleitet, wir haben es ja vorhin gesagt. Und der Prozess heißt, man wird sicherlich noch viele EU-Gipfel abhalten und man versucht dann auch die Widerspenstigen mit auf einen Weg zu nehmen. Und am Ende wird sich erweisen, wenn sie dann wirklich jede Kooperation verweigern, dann wird man sicherlich das Thema Geld, Geldverteilung, Subventionen wieder auf den Tisch legen. Herr König. Das war ein Ansatz, den der österreichische Bundeskanzler Faymann schon vor einem halben Jahr gebracht hat, dass man diese Länder es spüren lässt, also mit diesen europäischen Zuwendungen. Ja, jetzt ist das die Erkenntnis. Ne? Ja, aber das ist ja in Ordnung. Also man kann ja das berühmte Zuckerbrot und Peitsche. Aber das Problem ist, man sollte, glaube ich, in einer Union, die aus 28 Mitgliedern besteht, die man ja auch nicht zwingen kann, vielleicht mal die Peitsche mal ganz kurz sehen lassen, aber eigentlich erstmal mit dem Zuckerbrot beginnen. Und das ist das, was jetzt versucht wird, eine konstruktive Lösung zu finden. Ja, aber was man sehen muss, finde ich, vielleicht ist es ohne Belang in der aktuellen Debatte, aber man darf sich mal zurücklehnen und schauen und sagen, so weit ist es jetzt gekommen mit der Europäischen Union. Also zu Beginn, zu Zeiten der römischen Verträge in einer gespaltenen europäischen Welt, einer bipolaren Welt, war das ganz anders gedacht. Da galt mal in der Nachkriegsordnung die EU als eine als ein übernationales Konzept, das gegründet ist auf bestimmte Werte, die überkulturell gelten. Toleranz, Weltoffenheit, Solidarität. Was passiert ist durch die Erweiterung und die Zunahme der osteuropäischen Staaten, ist, dass wir gerade sehen, dass da einige Führer die sinnstiftende Einheit der Europäischen Union umdefinieren wollen in eine Gemeinschaft, also das christliche Abendland wird beschworen, also in eine kulturell-religiös geprägte, im Vergleich zu anderen Regionen, hegemoniale Gemeinschaft. In dem Russland nichts zu suchen haben. So ist es, in dem Russland nichts zu suchen hat und in dem die Türken nichts zu suchen haben und in dem, wie wir gesehen haben, Zuwanderer aus anderen Kulturregionen eben auch nichts zu suchen hat. Man darf es nur mal feststellen mit einem gewissen Erschrecken, denn man muss dann sich die Frage stellen, was bleibt eigentlich im Kern übrig als nur eine ganz nackte, kühle Interessengemeinschaft, die sich im Zweifelsfall ihren Konsens per Geld sucht? Das stimmt schon, aber ich wäre da jetzt, glaube ich, auch in der Rückschau auf das Europa ohne Osteuropa ist nicht allzu romantisch. Ich meine, es ging immer sehr stark darum, dass man natürlich auch seine nationalen Vorteile sucht. Es ging auch immer sehr stark um das Geld. Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher haben früher viele Konflikte damit gelöst, indem sie einfach mit Geld zugekleistert haben. Das wollen wir auch mal nicht vergessen. Deutschland hat damals sehr viel bezahlt und wenn es immer Probleme gab, wurde halt bezahlt. Diese Zeiten sind ein Stück weit vorbei, das stimmt. Osteuropa ist sicherlich, weil sie noch nicht so lange drin sind in diesem europäischen Prozess und weil sie auch noch nicht so lange eine eigene staatliche Souveränität haben, sind natürlich ein bisschen nationalistischer eingestellt. Aber jetzt zu sagen, Europa war vorher eine romantische christliche Wertegemeinschaft und heute verkommt es. Rekristianisierung ist ja das Projekt, das die osteuropäischen Länder argumentativ ins Feld führen. Sie sagen ja, wir können Zuwanderer in unseren katholisch, das ist ja die polnische Argumentation. Wird noch hochinteressant werden, wenn am 1. Juli eines der vier Visegrad-Staaten, nämlich die Slowakei,
die Präsidentschaft der Europäischen Union übernimmt für das halbe Jahr, ausgerechnet ein Land, das ganz strikt gegen die Verteilung der Flüchtlinge ist und ganz strikt, also keine Moslems haben möchte. Aber vielleicht ist der Prozess, von dem Sie ja gesprochen haben, dem wir alle gesprochen haben, dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich will noch mal auf die deutsche Innenpolitik kommen. Die Umfrageergebnisse oder Beliebtheitskurven der Kanzlerin sind so drastisch abgestürzt, dass man sich fragt, wie kann diese Kanzlerin und diese Parteivorsitzende noch Wahlen gewinnen? Wir haben nächste Woche Wahlen in Baden-Württemberg. Ja, wird dieser Prozess, der jetzt in Gang gekommen ist, durch den Gipfel morgen und dann in zwei Wochen, der in zwei Wochen wird nichts mehr bewirken, aber der am morgigen Tag, am Montag, kann der die Wahlen noch beeinflussen in Sachen CDU? Skala? Ich glaube das nicht, weil wir werden auf diesem Gipfel jetzt kein Ergebnis sehen. Das ist auch nicht so angelegt, dass wenn da nun ein großes Ergebnis und die Lösung aller Probleme verkündet werden kann. Was ich gesehen habe, ist, Frau Bundeskanzlerin war vor zwei Wochen bei Anne Will, oder vor einer Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, hat sich, glaube ich, da sehr souverän geschlagen. Das haben auch ihre Gegner eingeräumt. Und ihre persönliche Beliebtheit ist danach wieder sehr stark nach oben gegangen. Also ich glaube, wir haben eine Situation, in der die meisten Leute sagen, wir wollen schon mit Frau Merkel, wir sehen auch keinen anderen. Und sie macht eigentlich auch alles richtig, bis auf die Flüchtlingsfrage. Das ist, glaube ich, die Situation. Inwieweit es auf die Wahlen ausstrahlt, ich weiß nicht. Wir sehen ja gerade auch in Baden-Württemberg, wo die Grünen die CDU überholen, dann liegt das nicht nur an Frau Merkel, das liegt auch daran, dass sie gerade zum Beispiel dort mit Herrn Wolf einen sehr, sehr schwachen Kandidaten haben und mit Herrn Kretschmann einen sehr beliebten Grünen. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ihre Zeitung in Stuttgart, Sie sind daheim. Ich glaube, wenn wir uns nach dem 13. März nochmal wiedersehen in der Runde und die Union möglicherweise Baden-Württemberg erneut nicht zurückerobert hat, weil Kretschmann einfach ein sehr beliebter Kandidat ist, dann beginnt die entscheidende Schlacht um die Interpretationshoheit dieses Wahlergebnisses. Ja. Denn dann wird es natürlich Kräfte in der Union geben, die das miserable Auftreten der CDU in Baden-Württemberg Merkel anlasten werden. Aber andererseits kann man eigentlich mit demselben Recht sagen, dass die Leute zu einer politischen Kraft geströmt sind mit Kretschmann, die sich voll hinter dem Merkel-Kurs gestellt haben. Also aus diesem schlechten Ergebnis dann sozusagen direkt 1:1 eine Kritik an der Kanzlerin herauszulesen, ist ziemlich abenteuerlich. Ich glaube auch, dass das voreilig wäre, sondern dass man sowohl im Falle der Frau Klöckner in Rheinland-Pfalz, wenn die es nicht schafft, als auch im Falle CDU Baden-Württemberg Leute abstrafen möchte, die sich so nach dem Wind richten und sich von Merkel stückweise immer mehr distanziert haben. Also ich glaube auch, dass das dann nicht an Merkel liegt und an ihrer Politik, sondern an diesen Flatterhaften. Ich will noch mal kurz vor Schluss unserer Sendung an alle die Frage stellen. Im Sommer stehen 200.000 Flüchtlinge verteilt an verschiedenen Grenzzäunen. Tagelang, wochenlang. Es fängt an zu regnen. Erst zu essen gibt es nichts. Oder wenig. Was passiert dann? Ich würde diese Prämisse nicht teilen, weil gerade ist der UNHCR, das Hilfswerk der Vereinten Nationen, wieder mit neuem Geld ausgestattet worden. Es gibt Geld, 700 Millionen Euro von der EU-Kommission für die Akuthilfe der Länder, wo jetzt große Flüchtlinge sind. Ja, Jordanien. Jordanien, aber auch Griechenland, das wird sicherlich auch der Fall sein. Also ich glaube, schlimmer als jetzt, wo es im Winter Askar aus einer mazedonischen Grenze ist, wird es im Sommer sicherlich nicht kommen. Allein schon wegen der Witterung, allein schon auch wegen der Tatsache, dass jeder von den Politikern weiß, dass diese Bilder, die wir jetzt gerade sehen, auch nicht auf Dauer zu halten sind. Also ich teile schon gar nicht sozusagen eine Zuspitzung der Situation, wie Sie sie jetzt in die Frage legen. Ja, aber wenn es dann doch so kommt, wir sollten diese Chaos-Theorien nicht daran festhalten. Denn das beeinflusst auch die Art, wie wir und auch wie die Bürger die Wirklichkeit sehen. Die ist aber eigentlich nicht so. Man kann ja nicht sagen, dass die Europäische Gemeinschaft mit dem ganzen Streit, der da ausgebrochen ist, diese Flüchtlingskrise jetzt sozusagen in ein wildes Chaos gestürzt haben. Unterm Strich finde ich, dass die Belastungen, die da auf die Länder zugekommen sind, unterm Strich einigermaßen erträglich wegadministriert worden dann sind. Das wird auch so weitergehen. Dann wagen wir doch mal einen Ausblick. Wo stehen wir denn Ende des Jahres?
Also bis jetzt war es immer so, dass die Europäische Union durch Krisen weitergekommen ist und Krisen bewältigt hat. Diesmal ist es eine so große Krise, dass man zum ersten Mal sagen muss, es bestehen Zweifel, ob sie das schaffen. Obwohl klar ist, man muss es schaffen. Die Frage ist, wie. Diesmal muss die EU sich wirklich irgendwie neu definieren. Das heißt, auch in der Definition der Außengrenzen. Wie geht man strategisch vor? Wie bewältigt man das? Frontex wie war. Wie schützt man das? Wie schützt man sich? Das ist eigentlich völlig selbstverständlich, dass man das tut, wenn man im Inland keine Grenzkontrollen haben möchte. Ja? Frontex war bisher viel zu klein und eine viel zu unbedeutende, also fast nur so stichprobenartig arbeitende Behörde. Und wurde praktisch immer auch nur von einzelnen Ländern extra angefordert. Jetzt ist geplant, dass es 1000 feste Mitarbeiter geben soll. Das ist alles ein bisschen sehr spät. Also möglicherweise werden diese Maßnahmen zu einer Lösung weiterhelfen. Und auch, das sollte man nicht unterschätzen, die Smartphones, die die Flüchtlinge haben, dass die mal die Wahrheit nach Hause berichten. Mit den Smartphones sind Flüchtlinge sehr schnell als die Behörden über alles informiert, was ihnen möglich ist, wo sie nicht hingehen sollen, wo sie hingehen sollen. Aber die Nachrichten, bitte bleibt zu Hause, hier ist nur Chaos oder hier geht es uns viel schlechter, als wir erwartet hatten. Diese Nachrichten kommen aus zwei Gründen nicht. Erstens einmal würden die zu Hause es nur für Propaganda halten, damit sie abgehalten werden. Und zweitens haben die, die hier sind, die Angst, sie verlieren gegenüber der Verwandtschaft zu Hause das Gesicht, weil sie es nicht geschafft haben. Meine Ausgangsfrage war ja, ist der Traum vom freizügigen Europa vorbei? Und ich schließe aus unser aller Antworten, das wird wohl nicht so sein. Wollen Sie hoffen? Ja, würde ich auch unterstreichen. Wollen wir es hoffen? Dank Frau Merkel oder trotz Frau Merkel? Dank Frau Merkel, da bin es ich ganz sicher. Dank Frau Merkel. Es wird an ihr hängen bleiben, aber wir haben nun mal, ich meine, diese Flüchtlinge sind nicht gekommen, weil Frau Merkel gesagt hat, komm zu uns, sondern die Flüchtlinge sind gekommen, weil es Kriege und Instabilität in diesem gesamten Raum gibt. Deshalb sind die Flüchtlinge da. Und Frau Merkel geht damit, finde ich, in einer Art und Weise um, die sie später, das ist meine Voraussage, mal als große europäische Führerin ausweisen wird. Ja, würde ich unterstreichen, ja. Das ist ein... Das Gespräch schließt in... Verdächtiger Eintrag. Harmonie. Ich wollte jetzt gerade sagen, danke für das Schlusswort, das Sie mir vorweggenommen haben. Ja, und ich bin ganz zufrieden. Europa ist es doch ganz gut bestellt. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Das schaffen wir auch. Und ich will das andere nicht nochmal sagen. Wir schaffen das für die Flüchtlingskrise. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Zuversicht und Mut Ihnen zu Hause auch gegeben. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Daniel Goffert vom Focus, Norbert Wallert von Stuttgarter Nachrichten und Bonner Generalanzeiger und Ewald König von Berliner Korrespondentenbüro. Ja? Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Ab nächste Woche sehen Sie uns schon ab 12 Uhr am Sonntag. Und bis dahin sage ich danke und tschüss.